So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdoms. Beim letzten Mal waren wir ziemlich erfolglos unterwegs. Ich bin erst mal ein bisschen rumgeritten und wir haben Eisenerz gefunden. Das ist fantastisch, dass wir das jetzt gefunden haben. Und dann nutzen wir doch direkt mal hier diese Ebene, um unsere Siedlung zu bauen. So, es ist zwar alles ein bisschen schräg hier, aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem ganz gut. Ich würde sagen, ups, sorry. Naja, es kommt eh nicht. Bauen wir doch mal hier was auf. Wir brauchen einen Brunnen. Das wird das Zentrum von allem. So, den bauen wir jetzt einfach dahin. Der Himmel ist zu steil. Nein, 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 nein. Na gut. Der Hügel ist zu steil. Das ist natürlich fantastisch, dass wir hier Eisenerz haben. Und der blöde Hügel zu steil ist. Da konnten wir es bauen. Aber es ist halt die Frage. Hier unten wird es ein bisschen flacher. Wir versuchen es einfach. Und nennen das Ragaztopia. Finde ich toll. Okay. Damit haben wir unsere erste Siedlung geschaffen. Wir können hier jede Menge Sachen einstellen. Zum einen können wir uns einen Banner aussuchen. Da hat man eine ganz anständige Auswahl. Nehmen wir das hier. Dann können wir die Steuern machen. Wir können verschiedene Gesetze machen. Zum Beispiel, dass nur ich bauen darf und keine Siedler. Das Zahlungsdatum und noch verschiedene andere Sachen. Bürgerwehr, man kann die alle ausrüsten, wie die ganzen Truppen nachher ausgerüstet werden. Und solche Sachen funktionieren hier. Jetzt habe ich schon wieder geflötet. So, als nächstes bauen wir. Na. Davon nix, das hier. So, ein schwarzes Brett. Das würde ich erstmal direkt. Ist zu steil. Das nervt total, der Hügel ist zu steil. Ja, dann bauen wir dich dahin. So. Dann haben wir hier das schwarze Brett. An dem schwarzen Brett können wir auch diese Siedlungsverwaltung aufrufen. Das geht hier in dem Runde nämlich nicht mehr. Als nächstes, jetzt können wir nämlich ein bisschen mehr bauen, bauen wir ein Gemeindehaus. War es das? Ich meine ja, wir bauen das Gemeindehaus. Da drin können nämlich dann die ersten Siedler wohnen. Ah, Hügel ist zu steil. Da war es. Da ging's, da ging's. Da bauen wir das hin. So, dafür brauchen wir viele Holzstämme und Holzbretter. So. Alle Sachen. Die Axt ausrüsten. Und dann los. So, da wir nicht viel Erfahrung beim Holzhacken haben, dauert das natürlich jetzt. So, da haben wir den Holzstamm. Wenn man erfahrener ist, kriegt man sogar drei von denen raus. Aber so müssen wir uns erstmal damit begnügen und leveln langsam und gemächlich unser Holzfäller-Level. Zehnmal kriegen wir da was raus.
hinten sieht man schon, wie meine Ausdauer auch noch zusätzlich langsam schwindet. Und geschafft. So, dann können wir hier bauen. Da werden jetzt die Holzstämme dran gemacht. So, da haben wir die 5 schon dran. Jetzt brauchen wir Holzbretter. Holzbretter ist allerdings so eine Sache, die wir auf die Art und Weise herstellen. Da vergeht dann einfach eine Menge Zeit. Da es jetzt gerade noch hell ist, würde ich die Zeit nicht so gerne vergehen lassen. Und hack lieber noch ein bisschen was. Weil sonst enden wir nachher im Dunkeln, können gar nichts machen, weil es ist sehr dunkel in dem Spiel. Sehr dunkel in dem Spiel. Umfällt. Oder zumindest der Stumpf. So, wir haben es auch so schnell geschafft, dass wir die allererste Siedlung hier sind. Die sind noch, alle anderen sind noch unterwegs, um sich irgendwo hinzugesellen. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück gesellt sich jemand noch hier hin. Bisschen Ausdauer und dann. Na, es wird eng. Geklappt. Sehr gut. Dann nehmen wir uns noch den hier mit. Da sieht man, wie langsam das plötzlich geht, weil ich keine Ausdauer mehr habe. So, wir haben übrigens auch hier Tatkraft und Hunger. Wir essen den mal. Da ist das Hunger noch ein bisschen was gesunken. Wir müssen regelmäßig schlafen. Deswegen wäre es wichtig, dass wir das Ding fertig kriegen, weil wir dort können wir halt schlafen. Und damit können wir dann auch gleichzeitig die Nächte ein bisschen umgehen. Weil es ist, wie eben erwähnt, sehr dunkel. So, sehr schön. Geschafft. Wie viel brauchte ich nochmal? 40 oder 50? 40. Wie viel könnte ich herstellen? Oh, da. Es dauert nur 40 Minuten, dann machen wir das doch. Zack, da hat man gesehen, wie die Sonne so ein bisschen sich gesenkt hat. So, und dann können wir die Dinge anbauen. Alles gibt's. Erfahrungspunkte, das ist sehr gut. Gerade für Architekt brauchen wir das auch. Klopp, klopp, klopp. Immer weiter, immer weiter. Noch ein Grund, warum ich die NPCs nicht selber bauen lassen möchte, ist ganz einfach, dass sie kreuz und quer bauen. Da ist überhaupt keine Ordnung, keine Strukturen, gar nichts. Die bauen die Häuser so, dass da Platz für 2, 3 verschwendet wird. Und da steht es. Gucken wir es uns an. Unser Banner sieht man dort rumwehen. Kann man auch schön reingucken durch die Fensterläden. Kann man
wir noch einen Eingang. Da noch mehr Banner. So. Und das Gebäude hier ist halt dafür da, dass hier die ganzen Siedler erstmal durchaus übernachten können, damit die Schlafmöglichkeiten haben. Hier oben sind noch mehr Betten, also wirklich ausreichend für eine Menge Siedler. Man selber kann sich da natürlich auch immer gut hinlegen. Wir haben auch Handwerksmöglichkeiten, und zwar können wir hier Fleisch braten. Ja, das erste wichtige Gebäude, was wir jetzt gebaut haben. Sieht ein bisschen sehr komisch aus. Oh, okay. Hauptsache es hält. So. Hier können wir auch immer nachgucken. Man sieht, wie viele Siedler man hat. Wir haben jetzt 3 Häuser, also auch Brunnen. Und das hier zählt als Haus oder Gebäude im Generellen. Wir haben noch gar keinen Siedler. Wir sind sehr arm. Und so weiter und so weiter. So, nutzen wir den Tag und hacken noch ein bisschen Holz. Das wird erstmal, da kriegen wir die Nachricht, Schiff mit 15 Siedlern ist angekommen. Inzwischen gibt es 49 von den möglichen 4000. In den Optionen könnte man das jetzt nochmal höher schrauben, wenn man später feststellt, die 4000 schafft der Computer locker. Oder, ja, dass es einem zu wenig sein sollte. Oder falls es zu viel ist, kann man es natürlich auch wieder runterdrehen. So. Sehr anstrengend. Weg ist er. So, dann machen wir weiter. Wir hatten auch noch ein paar Lernpunkte bekommen. Da können wir noch mal ganz kurz nachgucken. Schreiber kriegt mehr Erfahrungspunkte. Bogenschütze weiter runter. Geldverleiher, damit kann ich größere Tavernen bauen. Schmied wäre nicht schlecht. Metzger, Gärtner, Holzfäller, Haus der Holzarbeiter, massive Holzwand. Ich habe 20 Lernpunkte. Das hier kostet mich. Achso, okay. Ich muss mit Siedlern sprechen, die das können, um das zu lernen. Stimmt, da war ja noch was. Okay. Das heißt, da kommen wir erstmal nicht weiter. Außer natürlich, wir kriegen ein paar Siedler, die diese Berufe können. Dann können wir die gegen Gold lernen. Halt. Der ist aber klein geworden. Hallo, halt. Dass der sich trotzdem unter einem durchschiebt, ey. So. Er dreht sich trotzdem noch.
auf jeden Fall schon ein gutes Stück geschafft. Vom Holzfäller. 53 schon. Weg. Okay. Es wird auch so langsam dunkel. So. Gehen wir hier rein. Das wollte ich nicht. Hunger geht noch. Tatkraft geht eigentlich auch noch. Ich mach mal noch ein paar Holzbretter. Ja, 100 Minuten. Da sieht man schon, es ist jetzt sehr dunkel geworden. Und dann legen wir uns schlafen. Wir haben jetzt 21 Uhr, fast 22. 7, 8, 8 Stunden schlafen wir mal. Da sieht man, sind wieder Siedler gekommen. Gerade am hell werden. Passt wunderbar von der Zeit her. Man sieht jetzt, die Tatkraft ist wieder bei fast 100, also 99. So, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in den Wald oder gucken uns hier ein bisschen was um, weil wir brauchen auch was Futter. Und hier kann man halt auch sehr viele Sachen einfach so ernten, wie jetzt zum Beispiel hier den Farn. Da ist noch einer. Gut. Dann haben wir hier auch noch dieses Azalee. Sachen können wir nämlich nachher hier medizinische Pflanzen oder eben Heilpflanzen machen im Generellen. Aber das ist nicht alles, was ich hier will, denn es gibt hier zum Beispiel auch Beeren. Damit man was zu futtern hat. Fahren. Sehr gut. Noch ein paar Beeren. So, noch was Besonderes haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Macht aber auch nichts. Also man kann hier jede Menge ernten. Es gibt auch noch normalerweise überall hier Kohl, Rüben, Zwiebeln, Kartoffeln, was weiß ich nicht alles, was man hier in den Wiesen finden kann und nachher auf Bauernhöfen auch anbauen kann. Hoffentlich ist er nicht aggressiv. Scheinbar nicht gut. Ja, doch nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein paar Beeren. Die können wir uns mal reinkloppen. Das bringt nicht viel, wie man sieht. Aber für den kleinen Hunger zwischendurch sind die auf jeden Fall sehr nützlich. So. Wir bringen unsere Zeit nochmal mit was Holzhacken. Und hoffe mal, dass bald die ersten Siedler hier eintreffen.
Da haben wir ihn festgeklemmt. Kurz noch ein bisschen regenerieren lassen. Kleinen Schluck trinken. Können natürlich auch hingehen und hier den Stein weghacken oder eben da ganz hinten unser Eisenerz. Ich hoffe halt echt, dass es nicht zu weit weg und wir haben das in Anspruch genommen. Steht kein Besitzer drauf. Ach, komm schon, regeneriere. Was haben wir da für einen Busch? Paprika, sehr schön. Ja, das ist sowas, was man eben sonst so sammeln kann. Hier haben wir jetzt ein bisschen Paprika gefunden. Auch eine sehr leckere Sache. Wir leveln dabei unser Gärtnern schön noch ein bisschen weiter. So, die ist jetzt in unserem Besitz. Sie können Eisenbank nicht ohne Mineworker-Vorteil verwenden. Okay. Also kann ich damit noch nichts machen. Da ist auch noch was. Zwiebeln. Noch eine. Bisschen versteckter. Sehr gut. So, da sieht man schon, die bringen auch ein bisschen was. Hier kriegt man 5. Und die Zwiebel bringt sogar 10. An Hungerreduktion. Oder an Sättigung, wie auch immer. So. Dann, momentan sind wir ja mit einem Dolch ausgerüstet, was unsere Waffe darstellt. Wir können uns natürlich hier noch einen selbstgemachten Bogen machen. Da würde ich sagen, einer reicht erstmal. Und dann können wir uns Holzpfeile machen. So. Habe ich doch richtig gesehen. Sehr schön. Kennen wir uns? Wie heißen Sie? Mein Name ist Ragat. Schön, Sie zu treffen. Ich bin satt und gelangweilt von diesem Bären. Bring mir 4 andere Gemüsesachen. So, du bist ein fauler Abschaum. Was willst du von mir? Kannst du mich unterrichten? Er kann mir Geldverleiher beibringen für 1000 Gold. Okay. Reden wir nochmal kurz mit dem. Der wollte doch was von mir haben. Was machst du jetzt? Ich habe Hunger. Ich suche ein paar Beeren zum Essen. Na gut, dann suchen wir weiter. Da hinten läuft noch einer rum. 2 Siedler haben wir jetzt. Das scheint dann der andere zu sein.
Da ist er ja ein bisschen freundlicher. Hallo. Ich bin Ragaz. Schön, Sie zu treffen. Hello, Herr. Also die Übersetzung ist noch nicht ganz so toll. Der will einen Vegetable Pie, einen Kuchen. I bring you pies without... Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Was machst du gerade? Ich habe Hunger. Er geht nach Common House, um zu essen. Okay, gut. Kannst du mir irgendwas beibringen? Kein Problem, okay. Schwertkämpfer können wir dort lernen für 500 Gold. Dann gehen wir erstmal wieder. So, das sind auf jeden Fall unsere ersten beiden Siedler. Der eine ist ein Krieger, also eine Kriegerin. Und der andere ist, was war der nochmal? Geldverleiher, also ein Händler. So, wir legen uns erstmal kurz hin. Ich wollte aber noch mal kurz schauen. 32 Pfeile habe ich mir gefertigt. Ich mache noch ein paar mehr. So, dann haben wir 23 Uhr und wir legen uns mal für 7 Stunden hin. So. Bist du neu? Ja, dich kenne ich noch nicht. Schön, dich zu treffen. Kann ich bitte eine Beere haben? Okay, ich hole dir eine Beere. Kannst du mich dann auch um was unterrichten? Geldverleiher, noch ein Händler. Na gut. Ich suche dir mal schnell eine Beere, damit du glücklich bist. Bärenbusch da. Ich würde sagen, ich suche direkt noch einen, weil die wollen solche Sachen öfters mal haben. Sehr gut. Dann müssen wir den nur noch wiederfinden. Du? Bist du das? Sieht so aus. Hallo! Über deine Beere. Bitteschön. Freundschaft erhöht. Ich habe ein bisschen Gold bekommen und Erfahrung bekommen. Was machst du denn jetzt gerade? Ich habe Hunger. Wer geht auch was essen? Dann auf Wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Drei Siedler. Wunderbar. Dann haben wir alle drei begrüßt. Was willst du? Ich brauche 10 unbehandelte Steine. Kannst du mir helfen? Natürlich. Ich werde dir deine Steine holen. Das Ding hier stört mich eh. Okay. Vielleicht mache ich das auch nicht. Suchst du dir selber. Das ist natürlich mies, dass ich dem die Steine nicht besorgen kann. Der will noch nichts von mir. Vielleicht kriege ich das mit denen eher hin. Ja, mit den kleinen geht's. Dann muss ich die kleinen Dinger suchen. Sehr gut. Geht der noch? Nein, der ist schon zu groß. Der ist tatsächlich schon zu groß. Du bestimmt auch, ja. Also es gehen echt nur diese kleinen Mini-Felsen, die man hier und da mal sieht. Wenn man sie denn sieht.
glaube, im Wald hatte ich mit dem ein bisschen mehr Glück. Da ist, glaube ich, einer. Ja. Ein ganz kleiner. Wäre zwischendurch, falls einer von denen sowas nochmal möchte. Dankeschön. So richtig Glück habe ich ja nicht hier. Gib mir das mal und die Pfeile. Müssen wir halt umswitchen, wenn wir da das schnell finden. Ich glaube, die großen brauche ich auch nicht zu probieren, oder? Die bringen mich sofort um. Oh, sehr schön, da sind drei drin. Ausdauer verschwindet gar nicht bei diesen Dingern. Wunderbar. So, gehen wir erstmal wieder zurück. Wir haben auf jeden Fall viel geschafft. Wir haben das Gemeindehaus fertig gemacht. Wir haben schon eine Quest für die gemacht. Das mit den Steinen, da müssen wir noch ein bisschen suchen. Da sind wir leider nicht erfahren genug, da jetzt so viel zu hacken. Aber das bringt uns auf jeden Fall so ein bisschen Goldeinkommen zwischendurch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge dann wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Also das Spiel, finde ich, ist schon auf jeden Fall einen Blick mal wert. Auch wenn da noch viel gemacht werden muss. Es ist noch ein bisschen ruckelig alles. Stand hier gerade ein oder habe ich mich gerade verguckt? Okay. Es ist halt noch ein bisschen ruckelig. Hier und da noch ein paar Bugs, würde ich sagen. Wie zum Beispiel beim Steineklopfen, dass ich da die Ausdauerleiste nicht leert. Das ist, denke ich mal, zumindest nicht gewollt. Ah. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem. Madet Jod, schwenkt Rot. Grüß euch Jod, ich bin fort.